werden. Wir haben euch jetzt schon einen guten Teil der Karte erkundet. Ah, hier ist so eine Mini-Insel für, wenn uns das Erz ausgehen sollte. Was ich nicht hoffe, dass das passiert. Ich lasse ja ein bisschen hier am besten. Ein bisschen als Verteidigung für hier unten, weil wie ihr seht, da kommt er ja schon wieder. Ne? So, der ist nämlich auch gelb. Der kann auch mal reparieren fahren. So, und dann... Ja, danke! Ah, Penner, ey. Und dann haben die auch noch... Nee. Na komm, schwäch den noch ein bisschen an. Die Schiffe können mal helfen, komm. Die Schiffe können mal helfen. So. Oh, zwei Raketenwerfer, ey. Fuck, Mann. Mach mal die platt. So. Mach mal die platt. So, und was will der packen? Ah, ja, gut, okay. Das kannst du gerne machen, mein Freund. Das ist kein Problem. So, die Schiffe helfen mal ein bisschen mit hier. Ja. Genau. Nerv ruhig noch mehr. Ist okay. So, dann fahr die platt. Fahr den platt, komm. Ja. Und neu aufbauen. Ja, wie gesagt, also wenn man gegen den Russen spielt, dann muss man halt auch mit einigen Gebäudeverlusten rechnen. Aber das passt schon soweit. So, bauen wir weiter Schiffe. Und weiter Panzer. Und weiter Geschütztürme. So. Bunker direkt hinterher. Für die Kack-Infanterie. Und der Rest sieht eigentlich, außer der hier, sonst sieht der Rest ganz gut aus, ja. Alles klar. So, dann den Bunker. Nächster Turm. So. So, jetzt haben wir mal ein bisschen Ruhe, hoffe ich. Können wir weiter Panzer bauen. Ist eigentlich gar keine schlechte Idee. So. Nächste Turm, nächste Bunker. Ich glaube, dann reicht es auch hier unten mit Verteidigung. Ne? Ich schaue nochmal ganz kurz. Jupp, der nimmt weiter auf, sehr schön. Okay, wunderbar. Gut, dann... Ja, die Panzerproduktion ist schon schön am Rollen. Weil ich weiß nämlich genau... Was? Wo kommt der denn immer her da oben? Ah, ich habe da nur eine Flak stehen, ne? Das ist das. Dann bauen wir noch eine Flak. Auf die Gefahr hin, dass die Energie ausfällt. Aber es ist jetzt gerade... Ja, muss ich gucken. Also. Dann baue ich schon mal Transporter, weil wir brauchen auf jeden Fall halt Transporter. Um hier auf der anderen Seite anlegen zu können. Dann baue ich mal das dahin und dann baue ich da jetzt noch einen Bunker hin, damit die da nicht immer mich nerven. So. So, das ist der erste Transporter. Sehr schön. Dann baue den Bunker noch hier hin. Das sollte ausreichen vom Strom her. Ja, passt. Sehr schön. Dann bauen wir einfach schon mal weiter Kampfpanzer. Natürlich habe ich kein Geld mehr, ist klar. Aber ich glaube, dass... Das reicht auch erstmal. So, fahren wir dahin. Und die Panzer können sich schon mal neu gruppieren. Und dann bereiten wir mal unseren Gegenschlag vor hier. So. Die 5 können ja schon mal rein, ne? Genau. So, weiter Panzer bauen, weiter Panzer bauen. Immer weiter. Ah, nee, 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 stopp. Stopp. Nee, ich will die erst alle gruppieren. So, ich glaube, wir brauchen nämlich noch ein paar. Das reicht noch nicht. Ich werde das jetzt erstmal nochmal zwischenspeichern. Nicht, dass da irgendwie irgend so eine Scheiße wieder passiert. Aber diesmal nimmt er weiter auf. Es ist so komisch. Aha, da kommt wieder... Aha. Aha. Ich sehe dich doch schon. Ich müsste hier unten mal was aufbauen. Also, der hat es auf den abgesehen. Dann kite mal ein bisschen. Kite mal ein bisschen. So macht man das nämlich. Seht ihr das? Einfach den Panzer nehmen, der im Fokus ist, und ein bisschen rumfahren. Ja gut, auch wenn das nicht immer hilft, aber das hilft halt, um den Schaden ein bisschen zu minimieren. So, genau, dann geht's mal weiter. Ich schaue nochmal mit meinem Schiffchen nochmal hier unten, aber bloß nicht in die Reichweite von denen. Wo will der hin? Ah, auf meine Kraftwerke wieder. Ja gut, ist okay. So, welches greifst du an? Da. Ja, haha. Genau deswegen habe ich hier einen Bunker stehen. Genau deswegen.
Ah, das ist ein U-Boot. Okay. Ja, dann mach den mal platt, komm. Mach den mal kaputt. Wo ist er? Da ist er. Und weg damit. Mach es weg. Mach es weg. Der konnte sich zum Glück nicht entscheiden, wo er hinschießt. So, weiter Panzer bauen. Und noch einen Transporter, bitte. Ich glaube mal, drei Transporter voller Panzer müssen, glaube ich, ausreichen für diesen Stützpunkt hier, weil, wie ihr seht, der hat ja nicht viel. Da ist noch ein U-Boot. Ja. Ich finde es gut, dass der sich immer bemerkbar macht. Ja, danke. Oh, da steht ein fetter Mammutpanzer. Scheiße. Hilfe. Ich hasse diese Mammutpanzer, zumindest wenn sie gegen einen sind. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, wenn die Panzer gegen einen sind, halten die mehr aus, keine Ahnung. Also entweder ist es subjektiv oder ist es wirklich so. Müsste man aber die Entwickler mal fragen. Die es aber leider nicht mehr so gibt. Nee, die wurden von EA, glaube ich, aufgekauft. Das gute alte Westwood. Die haben ja auch Dune 2000 gemacht damals. Schade, dass es die Firma nicht mehr gibt. Weil die haben echt gute Spiele rausgebracht, muss man sagen. Schöne Strategiespiele. So, weiter kann man Panzer bauen. So. Oh, was sehe ich denn hier? Edelsteine. Boah, geil. So, hier oben können wir, glaube ich, anlegen. Ne? Hier oben war doch die Ecke, wo wir anlegen können. Genau, genau so. Ja. Ich glaube, dann haben wir sogar alles geklärt hier. Oh! Der steht am Ufer. Okay, das heißt, den könnten wir theoretisch platt machen. So, ich habe drei Transporter. Ich glaube, das reicht erstmal. Ne? So, wie viele Panzer sind denn das? Das ist ein Transporter. Das sind zwei Transporter. Das sind drei Transporter. Die drei sind meine Verteidigung. Gut. Dann sind die drei, dann sind die hier jetzt Team 1. Und ihr könnt mal da reinfahren. Und euch mal. Und euch mal beladen. Ah, nee, der ist wieder weggefahren. Okay. Schade. Ah ne, hier steht es ja, spionieren Sie das Tech-Zentrum aus. Also wir sollen es ausspionieren. Das heißt, ich brauche noch einen Transporter und noch einen Spion. So, ja, gut. Dann würde ich sagen, mache ich das mal. Ne? Ich gucke mal nochmal, ob der aufnimmt. Ja, der nimmt auf, sehr schön. Wunderbar. Ja, hier haben wir unseren James Bond hier. Ne? So. Für Königin und Vaterland. Genau so sieht es nämlich aus. So, der ist voll. Der hier wird jetzt beladen. Der Spion geht mal hier rein. Was? Was? Ah, okay, Infanterie. Ich dachte falsche Bombe. So, egal, ich habe da eine Verteidigung stehen. Du kannst mich nicht mehr abfacken da. Du kannst mich nicht mehr abfacken. So, dann haben wir hier den nächsten Transporter. Da können wir die 5 Panzer rein. Ja, ich brauche einfach noch ein paar Panzer. Einfach um noch so eine mobile Verteidigung zu haben. Geht ihr jetzt mal da rein? Ihr sollt da reingehen. So. Warum? Was macht ihr da? Ihr sollt euch einladen. Ach, der ist voll. Ach so. Ja. Dann kann es natürlich nicht gehen, ist klar. So. Na gut. Dann haben wir die beiden hier. Hä? Aber da fehlen doch. Da habe ich jetzt drei. Hä? Na egal. Ich baue einfach mal noch einen Transporter. Weil, wie ihr seht, ne, wir haben alles erforscht. Hier unten könnte man noch reinfahren. Oh, und dann vielleicht die Energie anknacksen. Das wäre doch mal was. Das wäre ein schöner taktischer Kniff noch. Schön die Energie noch ankratzen. So, dann geht ihr mal bitte hier rein. Ey, sag mal, wo ist denn jetzt der Transporter schon wieder? Ja, danke. Ernsthaft? Wie haben die ein Kraftwerk von mir zerstört? Das ist jetzt nicht deren Ernst. Warum habe ich wieder nur zwei? Wo sind die anderen Panzer hin, hey? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ah, die haben hier die Mini-Kugel abgemacht. Kann ich hier reinfahren? Aha, ich kann hier reinfahren. Natürlich bewacht er das hier mit U-Booten. So, dann schieß den mal kaputt. So. Ja, ich komme hier an die Energie dran, wie geil. Okay. Das ist doch schon mal nice.
So. Wo sind die? Ah, die haben sich hier gestackt. Oh, schaut euch das mal an. Ah, jetzt haben wir aber im Überfluss. Ah, der mit seinen Kackflugzeugen hier, ja. Ich muss Raxios neu bauen. Die nerven nämlich. So, ja, ich hab, müsste eigentlich jetzt wieder... Was zur Hölle? So. Okay. Gut. Der ist der Spion drin. Die sind beide. Ne, der ist... Da passt noch einer rein. So. Gut, dann lad den mal ein. Ja, ich weiß, wir sind gerade ein bisschen chaotisch, aber... Jetzt geht da rein, so. Ja, die machen hier weiter kaputt. Ja, sehr schön. Schieß mal da drauf, bitte. Dann haben wir nämlich leichteres Spiel. Unser Stützpunkt wird Der geht mir so auf den Sack hier. Mit seinem Scheiß. Egal, die vier Raxios gehen wir dahin, bitte. Damit wir die schön abfangen können. Den brauche ich nicht, der ist noch komplett leer. Da passt auch noch einer rein. So, der ist voll. Und der ist auch noch nicht voll. Oh, Junge, warum kommt der denn jetzt immer von da? Oh, noch eine Flak. Ich baue am besten noch eine Flak, ey. Der mit seinem scheiß Spawner-Flugzeugen, ey. Wirklich. Dann ist der nämlich auch voll, aber es sind ein paar viele. Aber ist egal. Das war's dann auch mit meiner mobilen Verteidigung. Ha! Ha! Oh, scheiße. Der macht jetzt alle platt. Oh, shit. Ich muss da noch Dings mitschicken. Ah, doch nicht. Okay. Geil. Ich muss da noch einen Dings mitschicken. Einen normalen Menschen. So. Nee, das bringt so nichts. Okay. So, beide auf einmal abgeschossen. Geil. So, eine Flak baue ich nochmal hier hin. Das reicht, sehr schön. Dann könnt ihr mal weiter hier drauf schießen. Ein bisschen die Energie ankratzen. So, da haben wir jetzt noch hier diesen einen Panzer. Und dann reicht es auch, würde ich sagen. Der ist mal eine Reserve hier. Ah, oh, macht das Spaß. Vor allem jetzt, wo es so schön kühl geworden ist. Also, das ist ja schon... Ich weiß nicht, wie ihr so die Hitzewelle erlebt habe, aber für mich war das schon extrem. Deswegen konnte ich halt auch nicht aufnehmen, weil das war einfach so heftig alles. So. Da oben kommt ihr nicht dran. Schade. Kommt ihr da rein? Ja. Sehr schön. Gut, alles klar. Dann habt ihr jetzt erstmal euren Dienst getan. Was? Oh, ich hab doch extra... Weil da immer ein Mannequin rauskommt. So. So, ich habe jetzt eine Flak. Es reicht immer noch, um mich anzukratzen. Das ist ja wohl unfassbar. Es reicht immer noch. Ich muss noch eine Flak aufbauen. Oh, scheiße. Das habe ich nicht... Damit habe ich nicht gerechnet. Was? Ja. Danke. Fuck. Du schießt mal bitte da drauf. Und Sammler, du kannst mal bis am besten hier platt fahren. Aber damit habe ich jetzt null gerechnet, ey, dass der da noch mit ein paar Einheiten kommt, ey. Scheiße. Ah, der legt's drauf. Hä? Okay. Der legt's echt drauf an hier, ey. So, ja gut, dann bau halt noch ein paar kleine. Nee. Bau die großen Panzer. Ja. Dann brauch halt noch ein paar Schützen hier, komm. So. Und weiter, 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 weiter. So, damit du ja nicht hier die Kaserne platt machst. Ja, sehr schön. So. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, ey, shit. Hier oben ist mein Angriffstrupp. Den schiebe ich mal ein bisschen weiter schon mal. Oh, ist das ein Penner? Wirklich, ist das ein Penner? So, mach den kaputt. So, dann baue ich erstmal nochmal die mobile Flak auf. Dann haben wir die schon. Alles klar, dann stelle ich die mal wieder hier unten hin. Mit, noch mit ein, zwei Schützen dabei.
Damit die auch ja nicht auf die Idee kommen, hier wieder alle platt zu machen. So. Dann kann ich jetzt meine Landung vorbereiten. Ja, sehr schön. Vorher speichere ich das aber nochmal ab, bevor hier wieder irgendwas Blödes passiert. Und ich musste tatsächlich mal wieder neu mein Aufnahmegerät starten. Ich höre da doch schon wieder was. Hä? Ah, hier wieder. Der hat es echt auf mein Kraftwerk hier oben abgesehen, ne? Ja, ist egal, so. Ich schau mal gerade nochmal, ob der weiter aufnimmt. Ja, tut er. Gut, dann können wir loslegen. Komm, landen. Macht ihn platt. So. Aber Moment. Ich muss nochmal ganz kurz hier gucken. Einsatzziel. Oh, warte, schaffen Sie den Spion in Einsatz? Waffen überbrochen. Zerstören Sie die Basis. Okay, also wir sollen erst spionieren. Das wusste ich nicht. Okay, gut, dann kommen wir her, spielen. So, dann schaue ich nochmal gerade. So, ja. Okay, passt. So, ich glaube, jetzt haben wir endlich mal unsere Ruhe. Nein, wir haben nicht unsere Ruhe. Schaut mal, bis da wieder angeschissen kommt. So, jetzt alle abschießen, komm. Einer ist weg. Einer. Okay. Gott, zack. Oh, scheiße. Der kann so weit schießen. Okay. So. Kriegt ihr den? Ja, dann, keine Ahnung, schießt den einfach. Schwächt den einfach, so. Okay. Ah, nee, da sind erst Hunde, ne? Da sind noch Hunde. Stimmt, da ist direkt nebenan eine Hundebasis. Ja, okay. Nö, dann geht mal raus. Und los geht's. So. So. Und zack. Mach den kaputt, los. Direkt auf den fetten... Boah, der viele. Ach du Scheiße. Hat der viel Gegenwehr, ey. Holy shit. Boah. So, mach den Raketenwerfer im Arsch. So. Und weiter geht's. Und das war's schon? Das war's schon. Sehr schön. Okay, dann. Ich habe vergessen zu gruppieren. Ja, toll. Na gut, dann machen wir den Fallschirm hier kaputt. So. Ja, wie gesagt, also vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Command & Conquer Alarmstufe Rot. Und ja, ich hoffe, das macht euch Spaß jetzt zu gucken, wie wir jetzt den Gegner schön auseinandernehmen. So. Mach ihn kaputt, los. Mach das hier auch kaputt. Der nervige Spawner da. Wie ihr gesehen habt, der kam aus dem Kartenrand. So, zack. Und die Waffenfabrik, weg damit. Mach es weg, komm, weg damit. Und jetzt auf den Sammler. Der Sammler kann aber eh nichts mehr machen, aber ist egal. Komm, auf den Sammler. So. Dann auf den Kampfpanzer. So, dann die scheiß Raketenwerfer. So. Dann kann ich jetzt auch, denke ich mal, schon meinen Spion reinschicken gleich. Weil das war's schon. Wie ihr seht, also er hat wirklich nicht viel. Er hat nicht so viel. Er hat nur diese blöden Mammutpanzer. Das sind die nervigsten. Weil guckt euch mal, wie viel das Ding aushält. Das ist einfach nur zu krass. Wirklich. So, jetzt noch den Bauhof kaputt. Und die Hundehütte. Und da kann, denke ich mal, auch schon der Spion hier gleich mal reinschauen. So. So, dann noch mal die Uhrwerft hier kaputt. Na, komm schon. Mach schneller. Das muss schneller gehen. Und das war's. Sehr schön. Da steht doch der Mammutpanzer da oben. Und noch eine Hundepatrouille, ja. Gemein. Gemein. So, dann macht mal der Zino kaputt hier. So, der Mammut fährt weg. Das heißt, den Spion kann ich hier reinschicken. Jawohl, schön. Ja, genau. Schöner James Bond-Auftrag hier. Sieht auch ein bisschen so aus, finde ich. Also mit Anzug und so. Ja. So James Bond-mäßig. Wo willst du hin? Hier unten lang. Mensch. So, jetzt. In der Tat. Ja, genau. So. Dann gehen wir da rein. Wir sollen ja nur eins. Ja, genau. Sowjeteinheit im Gebäude zerstören. Das heißt, alles platt machen. Wie immer. So, weg damit. Alles klar, dann geht's mal los hier. So. Ach du Scheiße. Ja, wir haben ja jetzt auch so ähnliche Panzer wie du. Also,
bist uns nicht mehr so überlegen. Wo wir die Alliierten halt nach Masse statt Klasse gehen. Und genau. So, zack. Weg damit. Habe ich da wieder was Rotes gesehen hier? Ne. Okay. So, jetzt können wir die nämlich auch platt machen. So, und da diese Tesla-Spule hier nicht mehr funktioniert, schicke ich mal das Schiff hier hin. Um die Spule platt zu machen. Der hat nur diese eine Tesla-Spule. Ah, da ist noch ein U-Boot. Scheiße, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht, aber... Dann schießt ihr mal da drauf, bitte. In Ordnung. So. Ah, nee. Bestätigt, bestätigt. Ach, ich hatte das U-Boot nicht. Na gut, dann. Ich brauche noch ein paar Pilotboote. Es geht ja jetzt schnell genug. Es sind jetzt wirklich nur noch die letzten roten Flecke. Ich guck mal, ob der noch aufnimmt. Das tut er sehr schön. Alles klar. Ja, ich muss immer wieder mal gucken. Wo kommen die denn auf einmal her? Die doch alle geplättet. Na, ist egal. Okay. Macht ihr halt den jetzt, die jetzt noch kaputt. So. Ja. Fahr ruhig den Stacheldraht um. Der hat ja auch so viel getan. Ja, genau. So, okay. Dann haben wir hier das letzte Tech-Zentrum. Und unten noch diesen Mammutpanzer, der da hier noch entgegenkommt. Und ja, genau. Dann würde ich sagen, hätten wir es auch mit der Mission. Sehr schön. Wird gebaut. Mach noch den Mammut platt. Ah, der ist doch schon angeschwächt, genau, von meinen Schiffen. So. Und eine fette Explosion. Ja, genau. Zerstört ruhig das Stacheldraht. Ist okay, Freunde. Da ist das U-Boot. Ah, geil. Ich hätte die Schiffe gar nicht gebraucht. Sehr schön. Ja, nice. Nice. Da hätte ich die Schiffe gar nicht mehr gebraucht. So, boah, der verloren. Schaut euch das mal an. 4 Gebäude verloren. 55%, gar nicht mal schlecht. So, damit sind wir auf dem 4. Platz. Und ja, seht ihr das? Also die Russen, die haben sich schon extrem ausgebreitet, aber dafür haben wir hier ein Loch reingeschnitten. Gut, es geht auf die Ostsee. Alles klar. Ja, das war ein Schlachtkreuzer, wie er ein Ziel anvisiert. Genau. Oh, jetzt haben wir hier schon die nächste Mission, leider ohne Cutscene, aber egal. Ich lese mal wieder vor. Lencom 16. HQ an Gefechtskommandanten A9. Abgefangene sowjetische Mitteilung besagt, dass russische Forschung um Monate zurückgeworfen wurde. Ausgezeichnete Arbeit. Sehr schön. Mitteilung wurde zu einer geheimen Sowjetbasis auf Bornholm zurückverfolgt. Mögliche Verbindung mit dem Projekt Eiserner Vorhang. Unbedingt Kommunikationszentrum besetzen und Urprozessionszeiten Zerstörung. Bestätigung Code 1138. Ende. Verstärkungen sind angekommen. Eieieiei, okay. Oh, hier geht's ja schon direkt los. Ich glaube aber, Freunde, die nächste Mission. Ja, Moment, ich werde da nochmal. Ich muss das hier erstmal regeln. Ja, fahrt ihr mal platt. Los. Ihr solltet platt fahren. So. Sehr schön. Ja, Freunde, wie wir diese nächste Mission angehen, würde ich sagen, sehen wir erst im nächsten Part. Wir haben jetzt erstmal schön die Pläne von dem Eisernen Vorhang vernichtet und beim nächsten Mal werde ich dann hier die Basis aufbauen und endlich mal diese Einheiten hier noch platt fahren, bevor ich jetzt aufhöre. Jetzt fahr die platt. Ah, so, okay, sehr schön. Ja, beim nächsten Mal baue ich die Basis auf und genau, dann gehen wir mal weiter und wir sollen jetzt hier die U-Werfen vernichten. Genau, aber bis dahin, Freunde, bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Ja, wie gesagt, wem gefallen hat, was ihr gesehen habt, lasst doch gerne ein Like oder Abo da. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschö, tschö.